Moin Moin und hallo zu einer weiteren Folge Single L17 hier auf der Bergmann-Karte. So, im letzten Video haben wir ja gepflügt und nun wird es ja mal Zeit, dass wir ein bisschen Futter zusammenkriegen. Und ja, deswegen hier so ein Striegel gekauft. Und nun würde ich sagen, geht's mal los hier. Sonst kommen wir zu nix. Also wenn ihr das Video seht, wünsche ich euch schon mal im Voraus schönes Wochenende. Und ich hoffe, ihr habt auch ordentlich was geplant. Und genießt das schöne Wetter, draußen vor allem. Und ja. Dieses Folgen werden unregelmäßig kommen, da ich noch nicht weiß, wie ich es in meinen Alltag integriere, weil ich nebenbei selbstständig arbeite und deswegen muss man schauen. Aber ihr könnt gerne ein Abo dalassen, dann werdet ihr informiert, sobald was Neues da ist. So. Ach ja, so ist das. Na, die Schneider sind auch schon wieder unterwegs. Haben die schon wieder so viel gekackt, dass die ganze Senkgrube wieder voll ist. Sieht irgendwie so aus. Naja. Ah! Falsch. Zurück. 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 So will ich das nicht. So schön mit dem 718er zum Wiesenstrickeln gehen. Ja gut. Aussieht, ist so ein bisschen gewachsen hier. Läuft. So. Jetzt mal ausklappen. Erstmal schön Vorgewinde schlagen. Und dann schauen wir mal. Auf ab. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir diese gerne im Kommentarbereich da lassen. Ich bin ja sehr am Anfang noch und deswegen bin ich ja auf eure Hilfe und so angewiesen. Nur so, um die Frage zu beantworten, der 700 ist privat, der gibt es zwar online, aber so wie ich ihn umgebaut habe, gibt es ihn nicht.
Und ja, nur so als kleine Info. Ja, ich versuche, wie gesagt erwähnt, regelmäßig Videos zu machen. Und ich wünsche euch genauso viel Spaß mit diesen Videos hier, wie ich es auch habe. Und vielleicht sieht man ja den ein oder anderen vielleicht auf der Gamescom. Mal sehen. Meiner Wenigkeit auch. Ja. Ihr könnt ja mal in den Kommentarbereich schreiben, der wo das Video sieht, ob ihr zu Hause auch eine reale Landwirtschaft habt oder wie ihr auf den Landwirtschaftssimulator gekommen seid. Würde mich mal interessieren. Und wenn ja, wenn ihr denn spielt, den Landwirtschaftssimulator, wie lange ihr denn schon spielt? Seit welcher Zeit? Und auf was ihr vielleicht spart im Spiel. Würde mich interessieren. Und ihr könnt natürlich das Video gerne teilen, mit wem ihr wollt. Mit eurem Vater, Bruder. Und ja. Es hat noch eine Menge ist zu tun. Die Tiere müssen versorgt werden. Ich hatte eigentlich Peter beauftragt, aber Peter ist bis jetzt noch nicht erschienen. Wo dieser Junge wieder mal rumsteckt, gute Frage. Bestimmt zu viel Party gemacht. Na gut. So ist das eben. Man muss immer alles selber machen. Ich habe mal lieber mal ein bisschen Werkzeug eingepackt. Man weiß ja nie, was passiert. Und nachher ist noch angesagt pflügen. Schön mit dem 718er. 600er ist ein bisschen zu klein dafür. Ja. Schön looky looky nach hinten, ob auch alles noch ganz ist. Es hat immer schnell, dass irgendwas kaputt ist. Deswegen mal lieber immer kontrollieren, bevor der Sachschaden halt größer ist. Falls ihr irgendwelche Fragen habt hier bezüglich, dann stellt sie einfach im Kommentarbereich. Und wer weiß, vielleicht im nächsten Video werden diese dann beantwortet. Vielleicht sogar mit Namensnennung. Kommt auf, würde ich mal sagen, nicht? Ja, sehe ich schon die Hälfte fast schon rum von der Zeit. Ja gut, ich komme von der realen Landwirtschaft. Und bin derzeit neben meiner Selbstständigkeit als Grafikdesigner mache ich noch jetzt Landwirtschaftssimulator-Videos. Und ich habe wirklich alle Teile vom Landwirtschaftssimulator durch. Von über 08, über 09, bis 11, bis 13, über 15 und nun den 17er. Ach, das wird nichts.
bis hin zum 17er jetzt. Und ich baue jetzt schon eigene Mods seit 08. Aber diese Mods werde ich hier nicht zeigen. Weil sonst heißt, wo ist wieder der Mod her und jener Mod her? Und kann man den irgendwo downloaden oder so? Nee, also downloaden kann man die nicht. Und ja. Kleine Zwischeninfo. Ich bin mal immer wieder mal bin ich bei Livestreams vertreten. Nicht immer, aber immer mal wieder. Ich selber zeichne keine Livestreams auf wegen meiner Internetleitung. Die ist zu schlecht dafür. Ist leider so. Wird hoffentlich auch mal besser. Dann kann ich auch mal Livestreams machen. Ja. Ich werde aber auf jeden Fall den Kanal, auf dem ich livestreame oder zu sehen bin, euch verlinken in die Infobox. Da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Und ja. Da könnt ihr mich ein bisschen in Action sehen, wenn ich mal vorbeifahre oder so. Aber nun gut. So ist das. Es scheint mal alles zu laufen hier. Und ich finde, diese Map hat nicht zu viele Wirtschaftszweige und nicht zu wenige. Also genau richtig. Und ich finde es auch toll, dass du selber Hand anlegen musst und diese Map. Und deswegen nochmal ein riesen Dank an die Jungs. Für so eine tolle Map. Macht weiter so und meine Unterstützung habt ihr. Weil sie hat nicht so große Felder, nicht so kleine Felder, sondern genau richtig. Und es ist einfach schön, dass es noch Modder gibt, die sich damit beschäftigen, noch Mod zu bauen. Weil Modler ist heutzutage schon sehr aktuelles Thema. Und ja, ich brauche nicht dazu weiter eingehen, denn es ist einfach die Wahrheit. Modlau ist das allerletzte und Gift für eine gute Community. Bin ich mal gespannt, ob Peter mal nachher den Stall gemacht hat oder nicht. Weil bis jetzt sieht es ein bisschen mager aus. Und wir haben jetzt schon 3:45 und der war bis jetzt noch immer noch nicht da. Meine Herren. Da darfst du dich hier mal aufregen. Aber gut. Es bringt ja nichts. Mal mit dem mal ein bisschen, mit dem Burschen mal ein bisschen nachher reden. Das kann es ja wohl nicht sein. Aber da hat jeder mal sein
Ärgernis. Jeder. Was ich dich verstehe, wenn ich Wiesen striegle, was dran steht, Walzen. Gut, muss ich mal mit mich eventuell mal mit Scheins auseinandersetzen. Oder was heißt auseinandersetzen? Halt nachfragen. Soll ja nicht böse gemeint sein, ist ja nur eine konstruktive Kritik. Und ja. Wir schönes junges Gras hier, schönes junges Gras. Da habe ich noch eine Menge hier zu tun. Das ist so, ja. Aber wir brauchen ja nicht die ganze Zeit nur am Spiel nörgeln, es gibt auch tolle Sachen. Vor allem, dass nach langer Zeit mal wieder Fan dabei ist. Ist schon toll. Da freut sich jeder Fan-Fan darüber. So ist das, ja. So, so langsam kommen wir auch zu Ende dieser Folge heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge. Und ich wünsche euch einfach einen schönen Tag. Wann immer auch ihr das schaut, einen schönen Tag. Und denkt dran, immer schön gerade bleiben, sich immer nicht verbiegen lassen. Und deshalb sage ich schon mal, haut rein und Knockout. Wir sehen uns.